Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Ganz wichtige Punkte, da können Sie sagen, das ist im Moment noch nicht für Sie wichtig. Doch, weil es ist eigentlich zu kurz gedacht, wenn Sie jetzt nur über die nächsten 10 oder 15 Jahre denken. Ja? Da werden Sie auch von den Bankern nur hingetrimmt. Ja, ich gucke immer zusammen, Mensch, wie sollen eigentlich die nächsten 25 oder 30 Jahre aussehen? Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, Sie sollen die Zinsen über 25 oder 30 Jahre festschreiben. Das ist teilweise gar nicht so schlau. Eine ganz, 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 ganz wichtige Sache, die ist bei den Jüngeren bisschen selbstverständlicher. Bei den Älteren, die verstehen es nicht. Ja, die sagen ja, ich bin ja schon bei meiner Sparkasse schon seit 40 Jahren. Ja, und die meinen das immer gut mit mir. Nee, weil wenn Sie morgen arbeitslos werden und Ihren Kontoverpflichtungen nicht mehr nachkommen, dann zeigen die Ihnen den berühmten Finger. Und dann ist denen vollkommen egal, ob Sie da 50 Jahre lang Kunde waren. Das interessiert die gar nicht. Ja, also ja, die meisten Kunden haben im Kopf, was ja eigentlich auch, wie soll ich sagen, eine geistig gesunde Einstellung ist, dass man sagt, Mensch, ich kenne die seit 30 Jahren, ich habe hier immer bezahlt. Nein, das interessiert die Bank nicht. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber das sind wirklich, die können sie an den Fingern einer Hand abzählen. Ja? Die dann auch sagen, okay, komm, den kennen wir schon so lange, der hat jetzt mal ein Problemchen. Ja, den hauen wir jetzt nicht noch in die Pfanne. Aber in der Regel interessiert die Bank das nicht. Und deswegen ganz klar die Empfehlung, machen Sie es andersrum bitte genauso. Ja, ich hatte bei meinem ehemaligen Arbeitgeber ein paar Jahre später meine Finanzierung gemacht und wollte dann die Anschlussfinanzierung machen. Damals hatten wir ein Zinsniveau im 10-Jahres-Bereich so bei 4,4 im Schnitt. Ja? Wissen Sie, zu was für Konditionen die mir die Anschlussfinanzierung angeboten haben? Also ich hatte das damals in einer etwas höheren Zinsphase, ich glaube mit 6,1 oder so finanziert. Schätzen Sie mal. Also ein Niveau zwischen 4,2 und 4,4 aktuell und was die mir angeboten haben. Machen wir es in Zahlen, 5,2. Genau. Okay, alles klar. Wer noch? Wer hat noch eine grobe Schätzung? Ja, 4,2, 4,4 normal, 5,2 wurde schon geboten. Sie sehen? Ja, sehr gut. Die haben mir 6,65 angeboten. Ja? Ich bin ja garstig, ich bin ja echt garstig. Ich mache dann ja, es sind ja meine eigenen Angebote, meine eigenen Verträge. Ja? Ich verschicke das dann auch mal an meine ganzen Kunden, damit die auch mal sehen, ja, dass, obwohl ich seit 20 Jahren das mache und das tagtäglich, kriege ich selbst solche dreisten Angebote auf den Tisch. Ja? Ich habe die Anschlussfinanzierung, ich glaube, dann zu 4,3 gemacht. Ja? Also, die meisten haben im Kopf, jetzt sind wir schon einen Schritt weiter. Ja? Irgendwann müssen Sie ja, Sie haben eine Zinsverschreibung, die endet irgendwann und dann müssen Sie die Anschlussfinanzierung machen. Und dann denken die meisten, Mensch, jetzt habe ich 10 Jahre lang ganz brav bei meiner Bank die Raten gezahlt, immer pünktlich. Jetzt behandeln die mich gut und geben mir ein gutes Angebot. Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Da werden Sie richtig über den Tisch gezogen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar
und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schiff. Tschüss!